Takeover hier bei Ivan auf dem Channel. Der bärtige Terrorist hat hier mal ganz kurz das Manöver übernommen. Ja Leute, ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise. Ich will mich nur ganz kurz vorstellen. Ich bin Adriano, peace, was geht. Ich komme hier aus Düsseldorf. Und ja, wie ihr seht, ich habe dem Ivan mal kurz seine kleine Cam hier entführt. Und ja, nehme euch jetzt einfach mal eine Runde mit, weil ich mir gedacht habe, man muss das Ganze ja auch mal professionell angehen. Ne? Kann ich mir ja nicht angucken, den Scheiß. So Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Okay, der Kasper hat keine Ahnung. Den habe ich einfach so aufgegabelt auf der Straße. Nee, Spaß beiseite. Satrano hat es ja gerade vorgestellt. Und ja, wir werden auf jeden Fall für euch noch einen Vlog heute abdrehen, bei Shops vorbeilaufen. Und so kurze Frage. Alter, okay. Werden wir gerade beobachtet? Gang, gang. Alter, okay, das riecht aggressiv. Habt ihr Ahnung, was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, dreckig. Hat er gerade gekotzt oder ist das scheiße? So, erste Anlaufstelle wird auf jeden Fall Bräuninger sein. Und ich und Adriano haben uns überlegt, dass wir einfach nicht nur zu euch sagen, dass wir jetzt da und da hingehen und wir sehen uns bis gleich, sondern wollen noch ein bisschen Content mit reinbringen in Form von Fashion Talk. Und da haben wir uns was überlegt, und zwar Overrated, Underrated. Da gehen auf jeden Fall liebe Grüße raus an Mixed Personalities. Shoutouts gehen raus. Von denen ich das habe. Und da wird es so sein, dass wir euch zum Beispiel einen Designer sagen, ein Produkt oder wie auch immer, was gerade aktuell ist. Und dann werden ich und Adriano uns unsere Meinung dazu ablassen sozusagen. Wir können jetzt einmal mal ein Beispiel machen. Und zwar würde ich jetzt mal anfangen mit der Dior Safari Bag. Overrated oder underrated? Also ich muss ganz klar sagen, overrated as fuck. Aber das ist auch meine persönliche Meinung. Ich bin halt kein Fan von dieser Logomania-Geschichte. Ich muss aber nochmal das Ganze relativieren, weil wenn man jetzt auf der Flex-Schiene unterwegs ist, so ein bisschen Streetwear-lastig sich kleidet, finde ich es noch ein bisschen geschmackvoller als jetzt meinetwegen ja, irgendeine Gucci Waistbag oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, ich will gar nicht rumrudern, overrated. Sehe ich eigentlich genauso, aber bei mir hat es einfach einen anderen Aspekt, wo ich sage, okay, eine Tasche ist für mich einfach keine 1000 Euro wert. Okay, also das ist wirklich too much. Okay, auch wenn sie jetzt gerade ein Trend ist und obwohl ich es eigentlich von der Ästhetik eigentlich nice finde, aber dieses Monogramm hat auf jeden Fall was. Ja, definitiv. Aber man weiß auch nie, wie lange sowas auch Trend ist. Irgendwann fühlt man es nicht mehr, weil die Leute sagen, ey, hör auf mit diesem Monogrammzeugs und so. Da finde ich sogar beispielsweise, die gibt es ja auch in komplett schwarz, finde ich sogar besser. Aber auch da würde ich halt auf keinen Fall 1000 Euro für eine Tasche ausgeben. Alle Leute, die es machen, können es gerne machen, wir das Geld haben. Hätte ich es, würde ich wahrscheinlich auch machen vielleicht, aber so an sich auch für mich ganz klar overrated. So, das als Beispiel. Ich glaube, das hat jetzt jeder von euch verstanden. Das werden wir immer mal wieder reinbringen. Und wir sehen uns gleich in Bräuninger. Bis gleich. Bei Gucci angekommen. Ist das hier? Gucci. Auf Conor McGregor angelehnt. Nee, auf Weihnachten angelehnt, würde ich schon fast sagen. Preis ist auch wieder sehr schmackhaft. Ja. Kann man mal mitnehmen, ne? Spontan. Also Gucci ist nichts für uns, oder? Ja, nicht so. Die Hose. Oh je, der Hate ist wieder ganz stark da. Okay. Autsch. Nee, bei Gucci gehen wir gleich mal weiter. Was ist denn das? Aber, ne? Busfahrer mit Drip. Ne, auf Coca-Cola angelehnt auch ein bisschen, oder? Das ist jetzt von Amiri. Was hältst du davon, Adriano? Gar nicht mein Fall. Ist halt für mich einfach nur ein Abklatsch vom SAP eigentlich im Endeffekt, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, dass selbst SAP-Heads sich darauf einigen können. Aber für mich gibt es bei dieser Ästhetik eigentlich nur SLP oder wenn überhaupt jetzt Celine. Ja? Okay. Amiri ist für mich dann irgendwie... Ich muss immer ein bisschen an Maximilian denken. Ich glaube, der trägt das nämlich auch sehr häufig, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, dann ist bei mir sowieso vorbei. Da können die auch richtig heißen Stuff machen. Da wäre ich komplett raus. Nee, das ist auch nichts eigentlich. Das stichst mir doch schon ganz was ins Auge. Okay. Tom Hartz Vibes sind da. Die sind auf jeden Fall da. Ja gut, passt natürlich jetzt auch zu dem Wetter, was bald anfällt.
Aber das ist schon sehr krass Chrome Hearts, muss man ganz ehrlich zugeben. Auf Matrose angelehnt. Ja, schade eigentlich. So Leute, wir sind jetzt wieder draußen aus dem Bräuninger. Und ja, war natürlich wieder mal nicht viel dabei, oder was sagst du, Adrian? Ja, aber Bräuninger ist halt wirklich so ein Hit or Miss. Es gibt teilweise schon die richtigen Brands, leider oft nicht die richtigen Pieces. Beispielsweise Helmut Lang natürlich. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, bei Helmut Lang, so in der aktuellen Kollektion, gefällt mir eigentlich eher selten was. Oder wie siehst du das? Ja, du überlegst, dieses ganze Archive-Shit von dem, das ist halt einfach ein anderes Level. Ja, auf jeden Fall. Und da war ja aber auch selber noch bei der Brand natürlich. Das verändert natürlich alles. Ne? Das merkt man natürlich, dass da dann nicht mehr die Finger im Spiel hat und es einfach dann nur noch so ein bisschen eher auf Geld aus ist, das Ganze. Die wollen natürlich alle Geld verdienen. Und wenn natürlich so ein Logo-Hoodie hast, wo Helmut Lang drauf steht, da denken natürlich die ganzen Designer, die heutigen, dass man das halt besser verkauft, das Ganze. Ja, wobei ab und zu kommt ja nochmal so eine Paint-Splatter, haben sie ja nochmal eine Re-Edition von gemacht. Ja. Da scheiden sich natürlich auch die echten Archive-Fans, ne, wollen das Ding auch nicht haben, aber da sage ich, ist es dennoch ein cooles Piece. So, ne? Aber ja, so Logo-Hoodies oder Shirts sind auch nichts für mich, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten war nichts. Ich glaube, Agne war so ein bisschen, hätte man irgendwelche Standard-T-Shirts mitnehmen können, aber ist jetzt auch nicht nichts Saint Laurent Besonderes. Auch eher der langweilige Stuff. Deswegen, das Einzige, was uns ein bisschen ins Auge gefallen ist, ist, glaube ich, Vetements. Ja, safe. Mit der ganzen Chrome Hearts-Thematik und da auch wieder die Frage, overrated, underrated, Adriano, Chrome Hearts, was sagst du dazu? Ja, ich halte es ganz kurz. Also ich kann mit der Mode eher wenig anfangen, viel zu basic. Die Qualität stimmt auch nicht. Ja, habe ich mir sagen lassen. Ich habe zugegeben noch kein Chrome Hearts Piece selbst in der Hand gehabt. Hm. Aber dennoch einfach ein Logo-Hoodie und ja, das ist einfach nicht mein Vibe. Aber der Silberschmuck ist schon teilweise noch ganz sick. Auch da gibt es Pieces, wo ich sage, hat man sich einfach schon dran satt gesehen. Aber so ein Nailring finde ich irgendwie immer noch ganz cool, muss ich sagen. So als kleines Flip-Konzept von dem Cartier-Nailring. So auf rockig angehaucht, das Ganze. Ja. Aber gut, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen. Ich kann hier nicht so rumdrucksen. Und ich sage Chrome Hearts overrated. Sagst du overrated? Ja. Ich sag zu Chrome Hearts auch overrated. Also was für mich gar nicht geht, sind die Klamotten. Das ist mir viel zu plakativ und einfach wird von der Fashion-Szene auch mittlerweile auch hops genommen, das Ganze. Es ja. geht ja schon mittlerweile schon fast als Meme-Brand durch. Ed Hardy 2.0 sagt man auch, ne? Und gut, mit dem Schmuck, da gibt es auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen, die kann man auf jeden Fall machen. Gerade die Bracelets oder so finde ich gerade noch nice. Auch, ich habe dir schon gesagt, diesen Safety-Pin finde ich auch ganz cool, ja, gerade so als kleines Accessoire. Geil. Was halt meiner Meinung nach überhaupt null geht, ist diese Trucker Cap. Okay, die kann ich nicht mehr sehen. So mit einer schlechtesten Pieces überhaupt, ja, die man sich holen kann. Ist die Katastrophe. Da, wie gesagt, man guckt ja immer so ein bisschen, dass man da nicht die Leute ein bisschen flamed, wenn sie so Dinge besitzen. Aber da muss ich wirklich sagen, ist mir eigentlich völlig egal. Das Ding wird für mich, also ist für mich absolut lost, wer sowas noch kauft heutzutage. Weil, ich prophezei es jetzt schon hervor, okay? Die wird die neue Icon Cap 2.0. Oh, sag ich euch jetzt schon. Ja. Glaub mir. In 2 Jahren oder in einem Jahr spätestens fangen die Leute an zu sagen, ey, hör auf, das bitte zu tragen. Statement. Wirklich Statement. Ansonsten, auch wie gesagt, für mich overrated das Ganze. Und was haben wir jetzt als nächstes vor? Ich glaube Milian, oder? Milian, ja, safe. Sehen wir uns gleich in Milian, beziehungsweise wahrscheinlich eher davor. Bis gleich, ciao. So, wir sind jetzt gerade raus aus dem Milian. Und ja, was sagst du dazu, Adriano? Ja, also brandtechnisch, das ist ja genau meine Baustelle. Also Dries, Magella. Meine auch. Emplissé. Manchmal haben sie auch Haider da, hatten sie jetzt gerade nicht. Und ja, wie gesagt, schon die richtigen Brands. Jetzt nicht komplett immer die richtigen Pieces. Ein paar Basics hätte man schon ein bisschen auf Krampf mitnehmen können. Aber preislich ist das natürlich immer sehr intensiv. Es gab eine Magella Shirling Jacke. Was hast du getippt gehabt? Ich habe 2K getippt, was sie kostet. Ich habe 6K getippt, aber 3,5 haben wir uns in der Mitte getroffen, so ein bisschen. Die hätte ich schon gern eingetütet, aber 3,5. Ja, das stimmt. Also ich habe sie nicht für die Jacke, so viel kann ich sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich fand es eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, aber ich finde eigentlich dadurch, dass sie mit diesen Brands, die sie eigentlich da draufstehen haben auf dem Laden, hätten wir eigentlich noch mehr rausholen können und auch viel mehr Pieces anbieten können. Immerhin schon cool, dass man sowas mal in Hand fühlen kann. Das ist auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall. Aber da geht mehr. Da geht auf jeden Fall. So, ansonsten, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Zu Aesop, oder? Aesop, safe. Aesop und Aesop. Ich weiß gar nicht, wie man sich da ausspricht. Ich glaube Aesop, oder? Aesop. Aesop. Ah, ist ja scheißegal. Wir werden es gleich sehen. Viel Spaß. Das heißt, die
Leute, wir sind jetzt gerade raus aus dem Aesop und Adriano hat sich auch was Kurzes gekoppt. Ja, Aesop ist immer eine geile Anlaufstelle für so Pflegeprodukte auf jeden Fall. Auch nice Düfte am Start. Ich habe mir jetzt mal die Handcreme gegönnt. Okay. Genau. Ist ganz angenehm auf jeden Fall auf der Haut. Willst du auch erklären, was wie die riecht, oder? Ja, wir haben ja eine Mandarin-Rosmarin-Note. Es ist sehr sommerlich, aber durch die herbe Kräuternote natürlich auch für die Winterzeit. Komm, lass es. So, ganz kurz die Parfümzähne hab's genommen. Ja, hey, Spaß beiseite. Auf jeden Fall richtig nice. Checkt das auf jeden Fall aus. So einen coolen Bag genau. Dazu. Sehr freundliche Verkäufer, auch sehr kompetent. Mhm. Wir durften alles probieren, Hände waschen, genau. Dies und das. Also auf jeden Fall nice, checkt es auf jeden Fall aus. Geile Vibes in dem Store, checkt es auf jeden Fall. So, und als nächstes kommt jetzt noch ein kurzer Fit-Check von uns beiden, dass ihr seht, was wir anhaben. Und danach geht es, denke ich, noch ganz kurz zu Uniqlo. Und ja, dann bis gleich. Bis gleich. Okay, wir fangen hier oben an mit einem Vorwinter 18 Heide Ackermann Perth Zip Hoodie in Schwarz. Richtig nice. Darunter habe ich gelayert ein Vintage-Tee von West Coast Choppers. Als Hose trage ich eine Rick Owens Dark Shadow Wax Denim im Torrance Cut. Als Schuhe ganz schlicht und gediegen Nike Air Force One in All White. Bisschen Schmuck habe ich auch am Start. Ketten von Werkstatt München und Dior. Ringe habe ich hier einen Magella-Ring, SRP-Ringe. Und als Armbänder habe ich hier auch nochmal Werkstatt München. Und die Rick Tote Bag. Der darf natürlich nicht fehlen. Alles klar, nicer Fit. So Leute, weiter geht's hier mit Ivans Fit. Das Shirt an von Pink Floyd. Als Hose habe ich die Mason Magella Flairpant an und unten als Schuhe habe ich die Air Force an, die Nike by You. Habe ich mir selber custom mit Cream Bases und Cream Sohle. Cream Dawn in the Building. Und als Schmuck auch ganz dezent nur SLP Bracelet und von Werkstatt München und der Number String von Mason Magella. Sehr, sehr fresh. Und so, jetzt sind wir bei Uniqlo. Also, Adriano, du sagst, das hier ist der Shit, oder was? Ja, das sind so diese berüchtigten Basic Tees für 5,90 €. Mhm. Es gibt auch noch die Supima Cotton Version aus so einer hochwertigeren Baumwolle. Die kostet, glaube ich, 12 €. Sehr schwer, die ist auf jeden Fall solide, so. Aber wenn ihr mich fragt, wenn ihr Basic Tees braucht, geht zu Arket. Okay, alles klar. Ja gut, vielleicht kaufe ich mir dann trotzdem mal ein, zwei Stück. Ja, macht man nichts falsch mit. Für 5,90 € kann man das Ding schon mal machen. Ja. Und ansonsten... Was fallen dir noch aus, was hast du gemeint? Dieses Aerosmith, gell? Oder wie heißt das? Achso, ja. Aerosmith. Ja, bei den Uniqlo-Dingern hört man öfter und ich kann es bestätigen, dass man da ein bisschen zum Schwitzen neigt. Okay. Diese Aerosmith-Tees haben einfach so eine Art Funktionsstoff. Es ist ein bisschen atmungsaktiver, das Ganze. Okay. Und die fühlen sich auf jeden Fall auch ganz gut an. Ich finde halt nur bei den farbigen, da fällt es halt wirklich auf, dass man so einen polyesterartigen Stoff hat. Okay. Deswegen, es gefällt mir nicht so gut vom Look her. Bei den weißen sieht das einfach nach einem ganz normalen Shirt aus. Mhm. Ich würde eine Size hochgehen und das ist auf jeden Fall auch ein gutes Basic Tee. Kostet dann 9,90 €, denke ich mal auch noch im Rahmen. Okay, ich glaube, da hole ich mir das Basic und einmal so eins und dann kann ich es einfach für mich testen. Aber safe. Wie gesagt, gucke ich einfach mal, alles klar. Ansonsten braucht man, glaube ich, nichts gut, oder? Raus, beziehungsweise ich habe mir auch was geholt, nichts Besonderes, ein paar Basic-Shirts und ja, der Vlog nähert sich langsam auch dem Ende und hast du noch irgendwas zu sagen? Aber wir können natürlich nicht uns verabschieden, ohne noch eine overrated, underrated Frage hier abzuklären. Von mir aus. Und da hätte ich ganz gerne von dir gewusst, Ivan. Designer Sandalen, also sprich Birkenstock X Rick Owens. Okay. Vision Christus, Prada-Sandalen, alles so in der Ecke. Overrated oder underrated? Was sagst du? Ich würde ganz klar underrated sagen, weil ich glaube, das ist noch nicht bei uns so richtig übergeschwappt, das Ganze. Safe. Gerade diese Christus und auch die Rick Owens, also man sieht es eher so aus dem asiatischen Bereich und so, dass es da viele
YouTuber und auch Instagramer tragen. Und ich glaube, die Leute trauen sich noch nicht so richtig ran an das Ganze. Aber gibt es auf jeden Fall ein paar nice Fit-Picks dazu. Kann ich euch auch einblenden, wenn ich welche finde. Aber ich sollte auf jeden Fall welche finden, denke ich mal. Und ich werde mir safe da welche koppen. Ich habe mir vielleicht auch schon welche gekoppt, aber das ist jetzt noch ein bisschen geheim, das Ganze. Man munkelt. Man munkelt, ja. Und ansonsten, wie gesagt, ich finde die Christos auf jeden Fall nice. Ich finde auch die ganze Kollabo mit Birkenstock und Rick Owens, da finde ich auch eigentlich alle Modelle nice. Auch die Boston sind mittlerweile auch so ein bisschen so im Kommen, das Ganze, ja. Und ansonsten für mich ganz klar eigentlich underrated. Und ich hoffe, dass es wirklich spätestens zum nächsten Jahr wirklich mal auch so ein bisschen Anklang findet, das Ganze, weil ich jetzt schon Bock auf die Dinger. Weil man gibt's ja auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall richtig nice Fits zu den ganzen Dingern. Ja, ich finde auch, die Dinger sind absolut underrated. Ich sag mal, in der Fashion-Szene, also von den Leuten, die into Fashion sind, war das schon vor Jahren Thema. Auch bei Prada gab es sehr nice Dinger. Oder die Sui Cokes hat man auch oft bei den Fashion-Heads am Fuß gesehen. Und ja, das Ganze sieht man jetzt immer öfter und ich finde das eine super Sache. Gerade in Kombination mit Socken ist ja bei uns in Deutschland so eine Modesünde eigentlich. Ja, du weißt, wie es ist, ja. Aber das finde ich gerade so in dieser Übergangsjahreszeit eigentlich eine coole Geschichte, weil Sandale plus Socke ist dann nicht ganz so luftig. Dann kann man dann auch mal außerhalb des Strandes einfach mal entspannt durch die Stadt mit den Dingern gehen und hat einfach einen coolen Look am Fuß und kann sich ein bisschen von der Masse abheben. Ja, wie gesagt, sehe ich eigentlich genauso. Man muss mal mit, glaube ich, aus diesem Schubladendenken raus und es einfach mal ausprobieren. Und ja, dafür sind wir beide auch da, um das Ganze auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie nice sowas sein kann. Abschließend natürlich, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und bevor ich es natürlich vergesse, Adriano will auch noch kurz was sagen. Safe. Schaut auch sehr gerne bei mir auf dem YouTube-Channel vorbei. Ich mache jetzt auch Fashion-related Content, alles zum Thema Mode, LPUs, auch mal einen Vlog hoffentlich wieder mit dem guten Mann hier. Und ja, schaut sehr gerne auf meinen YouTube-Channel vorbei. Checkt mich auch gerne auf Insta ab, wenn ihr meine Fitpics etc. sehen wollt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo reingönnt. Und ja, ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Ist, denke ich mal, hoffentlich auch nicht der letzte Vlog von uns beiden. Nee, ich denke auch nicht. Und ja, ich werde auf jeden Fall alles unten in die Beschreibung reinhauen. Seinen Instagram-Namen bzw. seinen Account und auch sein neuestes YouTube-Video. Weil es wird auf jeden Fall wild. Wird ein LPU, soweit ich weiß. Und beziehungsweise, wir wissen jetzt noch nicht genau, ob es schon draußen ist oder nicht, aber ich werde auf jeden Fall unten alles verlinken. Und ja, abschließend, wie immer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Peace.